Ich habe für den netten Herr Flohr ein schönes Heimtrikot braun in XL bestellt mit der Nummer 10, weil Herr Flohr der Spielmacher ist. So, und das wollte ich jetzt nur wissen. Ich bin der Spielmacher. Und du kannst euch sagen, was wir vorher gemacht haben. Vorher haben wir eingekauft. Chaos. Alle anderen sind mal wieder ausgeflogen. Raus aus dem Büro, wie immer. Auf alle Fälle habe ich jetzt die tolle Aufgabe, diese tolle Sitzbank für den Bus, für Wacken, weil wir so viele Leute mitnehmen. Vielleicht mitnehmen. Hier rauszubekommen. Naja, das wird eine Herausforderung. Erfüllt. Ich sitze zumindest drauf. Der Raum ist komplett leer. Ich darf das jetzt alles wieder einräumen. Ich freue mich. Ja, danke fürs Zuschauen. Wo ist denn jetzt hier eigentlich, wo ist jetzt eigentlich Maurice? Ich gehe jetzt mal gucken, wo Maurice ist. Komm, wir sind jetzt hier bei Pauli im Fanshop. Und Maurice bestellt mir jetzt gerade ein Trikot. Mega, mega geil. Bin gespannt. Wie kann was, hast ich gemacht? Was hast du jetzt gemacht? Ich habe für den netten Herr Flohr ein schönes Heimtrikot braun in XL bestellt mit der Nummer 10, weil Herr Flohr der Spielmacher ist. So, und das wollte ich jetzt nur wissen. Ich bin der Spielmacher. Und du kannst euch sagen, was wir vorher gemacht haben. Vorher haben wir eingekauft. Ja, ganz viel. Ich habe jetzt alles. Vom Schlüpfer über Hose, Trikot. Zweimal die Hose selber. Scheißegal, wer das Geld hat. Nee, ich brauche das ja. Ne? Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier rein. Guck mal hier. Hallo. Hallo. So, guck mal jetzt hier. Anti-Prinzessin ist auch hinten drinne. So, und wir haben jetzt schön eingekauft beim Verein und jetzt geht's zurück für uns definitiv ins Büro. Nee, ich muss das Essen noch irgendwo, Maurice. Essen. Ich habe jetzt Hunger. Ja, ich möchte noch irgendwas essen. Danke. Es ist mittlerweile Nachmittag. Ich war gerade beim Zahnarzt, habe mir gerade die Zähne frisch machen lassen. Zahnreinigung, tut ein bisschen weh, aber was soll's. Wer schön sein will, muss leiden. Heute kann man relativ wenig sehen bei uns, weil vieles heute hinter den Kulissen stattfindet. Wir organisieren viel, wir sind viel am Telefonieren, denn morgen geht's ja los. Das Wacken Open Air, Mittwoch Hauptanreisetag. Und wir schauen gerade, dass wir die Verkehrsüberwachung, sprich mit dem Helikopter über die Zufahrtsstraßen, Autobahnen nach Wacken hin, so ein bisschen kontrollieren und koordinieren. Und dann haben wir eben gerade vom Veranstalter erfahren, dass es schön wäre, dass wir morgen auch nochmal übers Parkgelände und über den Zeltplatz fliegen vielleicht, um zu gucken, wie die Situation vor Ort ist. All die Sachen haben wir gerade im Hintergrund organisiert und es war ein bisschen aufregend jetzt. Und jetzt geht's zurück ins Büro. Bin gespannt, was das Team alles so gemacht hat. Aber vorher muss ich euch eins zeigen. Ich hatte nämlich gerade das Auto hier, mit dem wir gerade fahren, für Kalli abgeholt vom Autohaus. Und ich wusste gar nicht, dass es so etwas noch gibt. Es gibt sie noch. Die Duftbäume. Und das Schlimme ist, guck mal,
Kali hat hier gleich ganz, ganz viele. Ich meine, das ist ein reiner Schmücker mit Pina Colada und mit Vanillearoma. Ich wusste nicht, dass es so etwas noch gibt. Also für mich geht es zurück ins Büro mit sogar vier Duftbäumen. Boah. Getestet, nachdem ich zwei gleich große bekommen habe, bin ich zufrieden. Auf geht's nach Wackeln! Juhu! Wackeln!